der Mendiger Basalt haben wir 1992 begonnen. Heute mit 85 Mitarbeitern betreiben wir 5 Steinbrüche vulkanischen Ursprungs. Das sind Basalt, Basaltlava und Tuff, aus denen unsere Produkte hergestellt sind. Unsere Tuffe oder Trasse sind eigentlich die ältesten puzzolanischen Zementsorten. Und wir haben uns Gedanken gemacht darum, um die Nachhaltigkeit, wie diese Produkte heute wieder einsetzbar sind. Wir bezeichnen uns hier bei Mendiger Basalt gern als empirische Entwickler. Das heißt, wir probieren Sachen aus, wenn wir eine Idee dazu haben, und führen sie in die Marktreife über. Tatsächlich haben wir es geschafft, aus dem Trass und dem Kalk einen Trockenmörtel zu entwickeln, der eine Festigkeitswirkung hat aus wiederverwendeten Produkten, die man sonst so noch nicht gesehen hat. Wir schonen auf der einen Seite die Entsorgungsseite und auf der anderen Seite haben wir dabei einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß. Wir haben eine Staubfreiheit beim Einbringen der Materialien. Wir krempeln damit die Bodenstabilisierung komplett um. Wir haben eben ein nachhaltiges Produkt, was wir immer wieder ohne große Umweltbelastung ausbringen können. Wir haben zuerst den Heimversuch auf unseren eigenen Baustellen, Bodenbaustellen ausprobiert. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten 2 Jahren damit auch den Markt erreichen werden und damit die Bodenstabilisierung im Gesamten revolutionieren werden.